Heute müssen wir mal wieder gucken, dass wir jetzt endlich diese blöde Elytra bekommen. Dafür brauchen wir allerdings eine Entity, welche wir immer noch nicht gefunden haben. Also, wir haben schon eine gefunden, da war halt nur keine Elytra drin. Deswegen hat die relativ wenig gebracht. Ich laufe einfach mal in die Richtung weiter mit der Hoffnung, dass ich hier nicht schon war. Ja, ich würde mal sagen, gibt's einen kleinen Zeitraffer. So, ich hoffe mal, ich schaffe den Sprung hier, weil wenn nicht, wäre ein bisschen doof. Oh mein Gott, das war knapper als gedacht, aber geschafft. Wichtig. So, Render Distance ist auf 64 Chunks erhöht. Frame Rate ist auf 1 Frame die Sekunde gedroppt. Aber das ist es wert, denn da ist unsere Elytra. Let's go. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hinkommen. Und das ist noch eine Dings mit... Ich glaube, keine Elytra. Doch, doch, ich glaube, da ist eine. Und da hinten. Nochmal eine Elytra. Okay, die drei holen wir uns. Oh, Abfahrt. So, ich habe jetzt ein bisschen mehr als 3 Stacks und will darüber kommen. Und das Coole in Minecraft ist, da kann man einfach einmal... Und dann ist man auch schon auf der anderen Seite und ich habe auf gar keinen Fall jetzt die letzten 5 Minuten damit verbracht, hier rüber zu kommen. Also hoffen wir, dass wir die NCD noch auf der gleichen Insel finden. Sorry, muss kurz los, sonst verbrennen meine Pommes. So, da war zwar leider nichts mehr zu retten, aber die Elytra holen wir uns natürlich trotzdem. Boom. Oh mein Gott, sind hier viele Dias drin. Insane. Digga, tschüss, wie viele. Und da ist unsere erste Elytra. Let's go, Freunde. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch die Elytra und suchen dann ein Gateway. Darf jetzt auf gar keinen Fall drauf gehen. Prot 4, Unbreaking 3. Tschüss. Und Abfahrt. So, gerade eben die Kiste war geiler. Hä? Was ist das denn? Allein dieser Vergleich, so 8 Dias in einer Kiste oder noch mehr. Ich blende hier ein, wie viele es waren. Und dann ein Eisenschwert mit ein paar schlechten Verzauberungen. Und 2 rote Betesamen. Wer zum Teufel verwendet rote Betesamen? Na, egal. 2. Elytra. Unbreaking 3, Prot 4. Barsch. Nice, nochmal Dias. Oh, Alter, aber hier sind so 3 Stück nah beieinander. Also sonst ist hier gar nichts. So, jetzt brauchen wir ein Gateway. Nanu, wieso spawnt hier nichts? Digga, spawnt doch mal. Beziehungsweise, ich hätte noch ein Gateway, aber ich glaube, das ist weiter weg als das nächste, das hier ist. Warte mal, ich fliege einfach in die Richtung von dem und hoffe, dass ich auf dem Weg eins finde. Minus 1940 und minus 25. Das ist gar nicht so weit. Oh, hier ist es ja. Na supi. Ich könnte jetzt das Achievement hier noch machen, aber... Ja, komm. Machen wir es. Dafür brauchen wir erstmal... Oh mein Gott, eine Enderperle. Digga, gönn doch wenigstens. Ja. So, und dann gehen wir da mal kurz hoch. Ja, 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 ja. So, und jetzt nehme ich die Enderperle und werf runter. Und dann haben wir das geschafft. Wenn ich mich nicht komplett irre, hat es mir gerade 3 Level gebracht. Hier. Aua. Ist das Gateway. Müssen wir nur noch irgendwie reinkommen. Blup. Durch. Perfekt. Und. Ab geht's. Juhu. Naja, das brauchen wir nicht wieder. Oh, oh. Ja, ich dachte gerade schon. Hilfe, ich dachte, ich komme hier so auf. Oh mein Gott. Was ist denn das für eine Begrüßung? Leute. Mal weg mit euch, Alter. Abfahrt. Nein, Villager. Oh mein Gott. Nein, mein String-Duper. Nein. Warte mal, der wichtige Teil ist doch noch da, oder? Ah, nur der Hebel ist weg. Und der String. Und der eine Dings. Ja, nee, der wichtige Teil ist weg. Alright, Leute. Da ich ja jetzt meine Elytra habe
und wir an Silvester über 1000 Abonnenten hatten, werde ich natürlich das ganze TNT hochjagen, was ich euch versprochen habe. Halt so viel, wie wir an Abonnenten hatten. Da das ein bisschen schwierig rauszufinden werden kann, werde ich einfach wahrscheinlich 1200 nehmen, weil ich das hoffentlich, Leute, drückt den Abo-Button, bis wir das Projekt beendet haben, habe. Und dafür brauche ich allerdings erst eine Gunpowder-Farm. Dafür brauche ich 1530 Building-Blöcke. Ich werde ein Design von Schalgercraft nehmen, wo nur Creeper spawnen können. Ich glaube, Basti GRG hat das gleiche Ey, Sir, das ist nicht... Ey, das sind nicht eure Blöcke! Digga! Diebe! Weg mit euch! Du auch! Klaut der einfach meinen Grasblock? Ich fass es nicht. Wo war ich jetzt? Ja, auf jeden Fall brauchen wir dafür viele Materialien. Aber ich denke, das Ganze wird sich lohnen. Und damit werden wir dann auch direkt in der nächsten Folge anfangen. Und jetzt aber erstmal bis nächste Woche. Ciao.